einmal Leben verloren. Nee, Leben verloren keine. Tja, wir haben zweimal Leben verloren. Nee, da stand doch null. Das hast du nicht richtig verstanden, oder? Jo. Ja, wir haben offensichtlich zweimal Leben verloren, deswegen haben wir keine Punkte bekommen. Bei einmal Leben verloren. Willkommen in meinem fliegenden Labor. Mein Vater hat es natürlich gebaut. Was denn? Das ist Next Level, das bin ich. Du hast ihn nicht gespielt. Da hab ich nicht. Doch. Es war nur Intro. Nee, ich hatte gesagt, wir machen nur Level 1er. Neuer Sticker, ein L1-Sticker. Gut. Du hast doch in dem Level eine ganze Zeit rumgemacht. Sieh uns an, Teamverstörer! Bereit für die Besprechung unserer ersten streng geheimen 400. Mission. Hier, nimm diesen Sticker. Ich finde ihn einfach zu genial. Das ist unser erstes Ziel. Ein schauriger Schauplatz namens Stixi-Villa. Du kannst ihn einstellen. Die Missionstafel. In der Realität. Kannst ihn total traurig machen. Und immer überall Sticker. Und du kannst ihn aber auch glücklich machen. Mit diesen D-Tasten, oder? Wo soll man denn jetzt hier entlang? Nun ja, in der Welt von Little Big Planet machen wir die Dinge gerne. Schalt von D-Tasten, ja. Das heißt, du darfst Sticker hinpappen, wo immer du willst. Ich darf Sticker hinpappen, wo immer ich will. Selbst auf deinen allerbesten Kumpel oder deinen schlimmsten Feind. Rufe einfach dein Poppet mit der Menütaste auf und wähle Stickner und Dekos mit Hilfe des linken Sticks und der Aktionstaste. Wenn du einen Sticker auswählst, erscheint er am Ende deines Poppet-Cursors. Bewege ihn mit dem linken Stick umher. Du kannst seine Größe ändern und ihn sogar drehen mit dem rechten Stick. Bist du zufrieden, stempelst du deinen Sticker mit der Aktionstaste einfach fest. Oder wenn du abenteuerlustig bist, hinter diesem Bett lauert eine launische alte Schachtel namens Nana Putt. Pack ihr Gesicht darauf, wenn du das aushältst. Ekelhaft. Aber wir müssen uns ihren Schrecken stellen und aufs Dach hinauf gelangen. Noch ein letzter Sticker. Platziere ihn dort unten, bitte. Ich kann man die kleiner und größer machen? Kann ich. Doch garantiert irgendwie. So. Wie jetzt gemacht mit. Das ist unser wahres Ziel. Wahrscheinlich mit dem. Die Dose, in der sich die bösen Titanen befinden. Wir müssen sie erreichen, bevor Nana Putzi herauslässt, der alte Drache. Glücklicherweise habe ich speziell für diesen Zweck etwas gebastelt. Nee, es geht noch nicht so jetzt. Fantasie in mechanischer Form. In Händen gehaltene Inspiration. Es saugt, es das Ding pustet, aus der Hand. Es ist der Pokinator. Ich hasse dich dafür, ich werde dich dafür auffressen. Du wirst zwar nicht gut schmecken, aber das ist mir egal. Das hat gestern noch funktioniert. Salz und Pfeffer würzen. Ich in den Ofen. Mach das hier mit unseren Freunden. Nee. Jetzt schnapp ihn dir und ich kann dir zeigen, wie nützlich. Einer hat zu viel Fett, der andere hat zu viel. Haare auf dem Kopf? Nee, oh genau. Das macht nichts, wenn ich ihn getötet habe. Kann Taschen kann man nie genug haben. Und genau aus diesem. Aber ich glaube, nein, ich fange definitiv mit dir an. Ich werde dich vorstellen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Um die Sektasche aufzurufen. Markiere mit dem linken Stick das, was du aus der Sektasche herausholen möchtest. Du bist recht knochig, von daher kann ich dich in einem abwischen. So, was soll ich jetzt tun? Echte Taschen halt, wie die Leute klar kamen, bevor es Taschen gab, was? Stell dich nochmal auf den blöden Knopf drauf. Das ist wohl noch schaffen. Ist ja ganz traurig. Knopf drauf. Tja, irgendwas hat er jetzt gesagt und wir haben es nicht mitbekommen. Darf ich jetzt mal wieder haben, bitte? Bitte. Danach geht's ihn mich, wieder. Nein! Du willst mich die ganze Zeit ärgern. Na jetzt hör auf. Jetzt hör auf den Stuhl zu drehen, sonst knall ich wieder an die PS4.
da den Spiel, weil... So ein fantastisches Gerät. Oh, wenn das doch nur Papa miterleben könnte. Du kannst damit in verschiedene Richtungen zielen. Mit dem rechten Stick. Richte ihn auf das Windrad und drücke die R1-Taste, um es in Bewegung zu pusten. Wie ist das jetzt gemacht? Da, guck mal, R1. Oben. Ja, das weiß ich schon, nur das ist ein bisschen... Oh. Ich weiß gerade echt nicht. Was drückst denn du? X muss zu springen. Was wolltest du versuchen? Ja, X kannst du... Ach, vergiss es einfach. Von da aus, von diesem Ding... Das ja, zu sicher. Viel. Das war viel zu früh. Ausrüsten. Ich hoffe, jetzt mal so an dieses Ding zu kommen. Nein, du musst das schon im Bewegen machen. Ah, das hat sich bewegt. Aber falsche Richtung. Vielleicht so. Jetzt. Offensichtlich hat uns jetzt den Weg freigeschaltet. Wie hast du das jetzt daraus geholt? Halt, das kommt so ganz leicht dran. Ach ja, und wie? Ja, es ist deutlich leichter als eben. Du hättest das halt nicht so tief machen müssen. Jetzt musst du wieder zurück und gucken, dass die Stufe ein bisschen höher ist. Ich glaube nicht, dass man da hinspringen kann. Versuche es wert. Stopp! Zu hoch für dich. Weiter, 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 weiter. Stopp. Ich glaube, da könnte man... Da ist das ist noch zu hoch, okay? Noch viel zu hoch. Selbst das müsste noch zu hoch sein. Ja, das ist auch zu hoch. Das funktioniert nur, wenn es ganz unten ist. Na gut. Immer. Hey, andersrum. Und hältst du es immer irgendwie nach im Hintergrund zu springen, oder geht das nicht? Nein, du kannst nicht nach hinten springen. Schwachsinn. Oder was man auch versuchen kann, ist, dass du von da das Ding anbläst. Oh, komm. Von da aus. Jetzt versuch doch mal, diese Kisten anzupusten. Der Profinator ist echt fantastisch, oder? Ich glaube nicht, dass man da reinkommt. Ja, nee, du sollst doch da mit dem Ding das Rad wieder benutzen. Umdrehen. Ja, was? Wie soll er? Ey, ich soll's dir zeigen. Die Plattform ist kaputt. Ist doch plötzlich. Drücke die L1-Taste. Doch, du hast doch diese Pistole und da ist doch Wind. Und wenn du den Wind auf diese Drehscheibe zielst, dreht sie sich und dann geht das Ding nach oben und dann holt das Ding. Du spielst zu Minecraft, du musst das doch können. Das funktioniert doch nicht aus der Entfernung. Och, ich glaub schon. Na gut, egal dann. L1. Was ist das jetzt? Das funktioniert auch nicht aus der Entfernung hier, wenn ich hier dagegen sprühe. Das ist ja auch. Das ist zum Wegdrücken eigentlich gedacht. Ja, selbst wenn ich direkt, doch gestorben. Ja, selbst wenn ich mich direkt davor stelle, kann ich das nicht verändern. Und ich krieg auch dieses Ding da nicht weg. Kann sich ja nicht fest dran festhalten. Doch, eigentlich schon. Nö. Oh, wieso geht denn das nicht? Na gut, dann probierst du halt eben. Wie geht das mit dieser halt Pistole? Ist doch völlig egal jetzt. Ah, du brauchst die aber dafür, weil sich das Ding dann umdreht. Ich hab doch probiert, du Vollidiot. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du hast doch gesehen, oder bist du einfach blind? Ey.
Du bist nee. Blind, okay. Da, Achtung, ich zeig's dir. Das ich. Geht, so geht das nicht. Ach ja, wie dann? Anders. Und wie ist anders? Vielleicht solltest du das mal versuchen, von ganz oben, dass du oben das abspielst, damit es nach unten geht, weil so drückst es ja anders. Du musst springen, versuch mal mit Sprung das zu machen. Habe ich damit deine Frage geklärt? Lass mal nicht nutzen, warte mal. Die Dinger, die kannst du nicht mit nach oben nehmen, oder? Nein. Kann man das wieder ablegen? Ja, für die gleiche Methode, wie man es anlegt. Ja toll, ich hab's noch angelegt. Das ist schwer. Denken, wir müssen ja denken. Denken? Denken ist Glückssache. Wird völlig überbewertet. Nee, das geht mit Wind nicht. Irgendwas muss man da doch tun. R1. Die kann man nicht aufnehmen, dass sie blau ist. Blau bedeutet die Luft. Ja, warte mal, L1. Ich stehe noch L1, aber ups. Weil das war die ganze Zeit eben R1 und ich gedrückt habe. Na, was war da mit L1? Ich tue nur L1. Ja, darf ich mal. Wer ist da hinten der linke? Das, ich weiß, wo die Tasten sind. Hervorragend! Also, jetzt auf zur Steuerbrücke! Ah ja. Okay. Der Leinste tut, gell? Ja. Moment. Wie man da wieder. So. Wie man da wieder rauskommt. Ah! Das ist natürlich auch eine Geschichte. Ja. Nach oben und. Nee, warte, bis es ganz unten ist. Das bringt doch nichts. Gut, und zurück. Na, jetzt braucht der das hier, dann wieder das hier. Uiuiui, was für ein Haufen. Ein Akkordeon. Ja, irgendwie schon. Der liegt jetzt auf dem Hund. Das wäre mir doch glatt nicht aufgefallen. Hallo. Eines Eis kleiner. Ich finde das Spiel zu geil. Beeilung, Wollkopf. Nana wir hätten doch einen zweiten nicht, wenn wir rumtrödeln. L1. Na gut. Ja. Was drückst du denn immer? Ich drücke immer die falsche Taste. Ich bin immer noch so darauf versessen. Jawohl! Oh, hier. Nee, du musst halt rausspringen auf den Klotz. Ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass ich da hochkommen soll.
Hä? Ach, keine Ahnung. Gib mal her. Ach doch, da oben, siehst du, da ist ja, ja, wenn ich doch. Komm, und du noch und... Danke. Ach ja, wenn du so ein mal zwei hier siehst, heißt das, du musst einen Freund mitbringen. Du kannst auch bis zu drei Freunde mitbringen. Je mehr, desto lustiger. So wie es aussieht, hat das Spiel aber keinen Speicherpunkt. Es wird noch kommen. Oh, hier brauchen wir einen 2. Hier braucht man 2. Sonst kommt man hier nicht weiter. Ja. Schade, dass wir keinen zweiten Controller haben. Sehr, sehr schade, oder? Hatte ich nicht sowas erwähnt mit? Es wäre cool mit 2 Controllern. Aber jetzt auch, was ich gesagt habe, sparsamer. Da sind wir. Aktiviere diesen Schalter. Aber hatte ich nicht schon was gesagt von mit 2 Controllern wäre es spaßiger, weil es ein Multiplayer-Spiel ist? Also ich würde ja fast schon sagen. Du musst jetzt mal einen anderen Spieler da suchen, der dir hilft bei der Aktion. Ja, einen anderen Spieler, der mir hilft. Ja. Ah, sehr schön. Zumindest das hier funktioniert als Singleplayer. Brillant! Komm mit mir in diese super vertikale Infiltrationsstation! Nein, aber zu Stixi Villa. Los geht's! Und ab geht's. So, und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Oder? Mehr Zeit, ihn mal zu beenden. Ja, können wir mal machen. Und im nächsten Fall spiele ich endlich mal ein bisschen länger. Nein, tust du doch nicht. Nein. So. Ganz allein meins. Ja, egal. Also, bis zum nächsten Part von... Yoshi Star 3. Nein. Von Yoshi Star 3 spielt Little Big Planet. Jo, okay, das kann man sagen. 3 aber. Also, bis zum nächsten Part. Kein gutes Beispiel für eine sanfte Landung. Trotzdem ein aufregender Trip. Das, Wollkopf, ist die Stixi-Villa. Die letzte Ruhestätte der gefürchteten Titanen. Nana Put, die verrückte Schachtel, die hier lebt, halte ich für die prophezeite Befreierin von diesen teuflisch bösen Bewohnern. Das heißt, sie wird sie freilassen. Du musst darauf gehen und sie aufhalten. Ich? Tja, ich muss Eier kochen. Aber keine Sorge, ich bin gleich hinter dir. Also nicht gleich hinter dir. Du brauchst ja auch ein bisschen Platz, nicht wahr? Also fast gleich hinter dir. Nur Mut!